In Russland gab es einen Flugzeugabsturz mit, so wie es zurzeit aussieht, über 40 Toten. Auch eine Profi-Eishockey-Mannschaft soll in diesem Flugzeug gesessen haben. Wir haben die ganze Zeit an der Verbindung nach Russland gearbeitet, um noch weitere Informationen zu bekommen. Denn ganz in der Nähe der Absturzstelle ist unsere Korrespondentin Ina Ruck, die eine internationale Konferenz in Jaroslawl eigentlich beobachtet hat. Und dort ist aber auch die Heimatstadt der Eishockey-Mannschaft. Ina Ruck, wie haben die Teilnehmer der Konferenz auf diese Nachricht reagiert? Mit einem großen Schock natürlich. Wir sind ja hier in der Heimatstadt dieses Vereins, einer der berühmtesten, der größten russischen Profivereine, Jaroslawl. Wir sind in dessen Sportarena, in der Sportarena dieses Vereins. Hier findet diese internationale Tagung statt. Da ist der Präsident Medvedev der Gastgeber. Und auch die russische Kanzlerin sollte eigentlich hier sein, hat aber wegen der Eurokrise abgesagt. Man hat hier mit großem Schock auf diese Nachricht reagiert, dass offenbar die ganze Mannschaft abgestürzt ist, dass wahrscheinlich zwei Menschen, so wie es im Moment aussieht, überlebt haben nur und hat sofort die Konferenz für heute abgebrochen. Morgen früh wird es hier allerdings dann weitergehen. Es gibt, das sind noch ganz vorsichtige Vermutungen, eventuell auch einen Deutschen unter den Toten. Wissen Sie dazu Näheres? Ich kann dazu nicht mehr sagen, als dass dieser Deutsche, ein Spieler aus Deutschland, Dietrich, zur Mannschaft gehört. Ob er mit an Bord war, das weiß man nicht. Wir wissen von der schwedischen Botschaft in Russland, dass sie bereits bestätigt hat, dass ein schwedischer Spieler mit an Bord war und gestorben ist. Die Mannschaft hatte einen aus Schweden stammenden Torwart hier. Man hat hier sehr viele Legionäre spielen in dieser Mannschaft. Aber Tschechen sind auch dabei. Wer nun genau an Bord war, ob der deutsche Spieler an Bord war, das wissen wir bislang nicht. Die Mannschaft ist, wie gesagt, ein mehrfacher russischer Meister im Eishockey, eine Mannschaft, die der ganze Stolz dieser Stadt ist. Und umso größer war natürlich der Schock, hier zu erfahren, dass möglicherweise die ganze Mannschaft abgestürzt ist und möglicherweise bis auf einen Spieler niemand überlebt hat. Wir wissen bislang, dass ein Spieler überlebt hat, ein Stürmer, der liegt in der Intensivstation. Ebenfalls hat offenbar ein Besatzungsmitglied des Flugzeuges überlebt, aber beide können natürlich noch keine Aussagen machen. Beide liegen in sehr schwerem Zustand im Krankenhaus. Ina Ruck, erst einmal vielen Dank. Danke, dass es noch geklappt hat mit dieser Verbindung und diesen Informationen in diesem Moment. Danke Ihnen. Ja, wir machen erst einmal weiter. Sobald es Näheres gibt zu den Überlebenden, womöglich, dann berichten wir hier und auch von ersten Reaktionen.